Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte jetzt ganz spontan einen Vlog anfangen und ich hoffe, oh nee, das ist ja voll blöd, die Perspektive, wartet mal. Ihr steht jetzt auf gestapelten Kerzenständern und ihr steht schief. Warum sind meine Kerzenständer schief? Heute ist Freitag und ihr denkt euch jetzt an so, es ist Juli, warum hast du so eine dicke Jacke an? Ja, es ist Juli und es ist grau draußen und es macht mich ein bisschen traurig. Auf jeden Fall mache ich gerade meine Etiketten ab. Wir waren gestern shoppen, Selina und ich. Also wir haben nicht geplant, shoppen zu gehen, aber wir haben trotzdem was gekauft. Und das muss ich jetzt hier erstmal alles abmachen, weil sonst bleibt das wahrscheinlich hier bei mir jahrelang dran. Ich habe mir sehr cute Oberteile gekauft und ich habe mir auch so ein random T-Shirt. Ich weiß gar nicht, ob das aus der Damenabteilung ist. Ich habe einfach so ein blaues... Habe ich das schon ab? Da habe ich schon abgemacht. Hä? Ich habe mir so ein blaues T-Shirt einfach geholt zum Schlafen, weil ich liebe einfach so Oversize-T-Shirts. Und das Oberteil, was ich gerade anhabe, ich habe so ein wie so ein Sport-BH an. Aber halt in so Topform und ich finde es richtig cute. Das habe ich mir auch gestern bei Zara geholt und das will ich mir noch in anderen Farben holen. Einfach so als cutes Crop-Top, was sehr cropped ist, also man muss es mögen. Ich habe mir das auch eher so zum Chillen und zu Hause und wenn es warm ist, bestellt, beziehungsweise geholt. Ich habe es ja nicht bestellt. Auf jeden Fall kommt gleich Hannah zu mir. Habe ich schon gesagt, dass Freitag ist? Es ist Freitag. Und wir werden in die Stadt gehen und ein bisschen Content machen. Sie nimmt mir auch einen Lockenstab mit, weil ich kann mir keinen Lock machen. Oh mein Gott, beobachtet mich meine Nachbarin oder guckt sie einfach so? Das ist gerade so creepy. Meine Nachbarin sitzt da auf dem Balkon und sie straight face zu mir. Und ich war gerade, ich weiß nicht, ob die einfach guckt, weil sie hat Augen offen. Nein, ich glaube nicht, die ist schon ein bisschen älter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir in die Stadt gehen und ein bisschen Quality Time verbringen. Wir werden vielleicht nochmal in den Zara steppen, weil ich habe eben schon auf Insta gesagt, ich will mir unbedingt noch dieses Oberteil holen und ich habe so richtig coole hohe Schuhe gesehen, die habe ich auch gestern anprobiert, aber ich mag das nicht, die aus dem Laden mitzunehmen, weil die sahen auch schon ein bisschen dreckig aus. Dann werden wir ein bisschen Content planen, vielleicht ein paar Bilder machen. Ich habe noch kein Outfit. Wir werden Sunday Talks planen und wir haben noch was anderes geplant, aber das ist ein bisschen private und das werden wir auch besprechen und sie hat nur bis 19 Uhr Zeit. Ich weiß noch nicht, wie mein Freitagabend aussieht. Ich habe nichts geplant und das macht mich ein bisschen nervös, weil ich bin so, ich will so was geplant haben vor allem freitags, aber vielleicht chill ich auch einfach zu Hause und bestell mir was zu essen und hab Me-Time. Und wisst ihr, was ganz Schlimmes? Mir fehlt einfach ein Nagel. Und mir fehlt der und mir fehlt der. Und das ist so halb ab. Und das gibt mir so einen harten Ick. Ich habe erst morgen einen Termin bekommen in meinem Nagelstudio. Ich bin froh, dass ich morgen einen bekommen habe, weil ich schäme mich. Ich will so nicht rumlaufen, das sieht kacke aus. Deswegen muss ich unbedingt ins Nagelstudio und für Pediküre auch. Aber das habe ich erst nächste Woche. Ich will nicht runterfallen. Sie ist ein Berlin City Girl. Wir sind jetzt in the car. Und wir holen jetzt Hannahs Bra ab. Bra. Und wie viel haben wir? 8:07. Ja. Perfekt. Ja, heute ist Freitagabend. Hannah geht ins Kino. Und ich mach nix. Nächste Woche geht's in die Sneak. Richtig Bock, ich war so lange nicht mehr da. Ich meine, manchmal sind auch echt Horrorfilme Filme so, aber... Ich war noch nie in der Sneak. Aber da kommen oft Horrorfilme, also glaube ich, könnte es dir ganz gut gefallen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich mag das eigentlich nicht so, aber mit dir ist es lustig. Und vor allem die Sneak ist immer lustig. Das sind immer so komische Menschen. Das sind so Jugendliche immer, ne? Ja, also zumindest war es damals so. Ich war noch nie da, ich wollte da immer hin. Das kostet 5 Euro, glaube ich. Wollen wir nächste Woche das... 5 Euro? Ich glaube, es kostet 5... Du weißt ja nicht, was ein Film läuft. Am Ende kommt so eine Doku. Nee, aber das ist immer ab FSK 16 und ich glaube, dass das immer eher Actionfilme zu sehen. Ey, wie cool! Nicht, dass da irgendwie ein Kinderfilm das ist sehr cool. Macht. Selbst wenn, dann geht mal wieder raus. Das machen auch voll viele. Ja, wenn es ein Scheißfilm ist, dann geht man Steffi hat das auch mal gemacht und ist rausgegangen, meine ich. Da quatschen eh immer alle. Ja, das ist so dieses und das ist so Lustige. Voll lustig. Ja, ich find's auch irgendeiner cool. Hat da irgendwie den Hampelmann. Wollen wir nächste Woche das machen, mit, dass wir uns mit einem Kaffee treffen? Auf dem Kaffee? Ja, das hört sich sehr nice an. Aber es war schon besser, man macht. Samstag. Ja. Leute, wenn ihr das seht, schreibt mir auf Insta. Wir organisieren, dass wir alle zusammen Kaffee hier in der City trinken gehen. Aber vielleicht nicht unbedingt Starbucks, weil wir, also wirklich 7 Euro finde ich einfach eine Frechheit. Ey, sie hat 7 Euro für ihren Dings bezahlt. Ich habe Matcha Latte gehabt. 7 Schmeckt Euro. Nach Teich. Meins hat zusammen 10. Oh, habe ich meine Zimtschnecke, ja, ne? Ja. Und dann gehen wir einen Kaffee trinken. Jemand hat auch geschrieben, lass doch einfach in den Park gehen und Perlenarmbänder machen. Voll schön. Das ist voll süß, dann kannst kann du Sachen bestellen. Vielleicht auch so. Ja, das wäre cool. Wieder da hinkommen. Ja. Der Markt.
ja, dieser Park da, dieser Park direkt dort, der ist süß. Oder also direkt an der Oper, der Park ist ganz cute. Ach stimmt. Oder am Messeturm, der Park. Es gibt auch noch andere hier drumherum, aber da kann man sich gut zentral treffen. An der Berger ist doch auch einer. Da ist ja hier abchecken. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mal. Genau. Comments. Schreibt auf Insta und das werden wir safe öfter machen. Ja. Jetzt geht's erstmal. Jetzt müssen wir Musik hören. Bei meinem Auto fahren muss man Musik hören. Also eine Sache. Fahrt nicht zu schnell. Fahrt einfach nicht zu schnell. Ich wurde gerade rausgezogen. Bußgeld und Fahrverbot. Ich habe sogar geflennt gerade. Das Schlimmste ist für mich, kein Auto fahren zu können. Ja. Boah, es fuckt mich so ab. Es fuckt mich so ab. Oh, und ich habe noch gemerkt, dass die mir hinterherfahren. Die waren einfach in so einem random BMW. Und ich denke mir die ganze Zeit so, die folgen nur mir. Wollen die Stress und dann wollte ich noch von rechts überholen. Oh mein Gott. Ich muss jetzt kurz mit meinem Handy filmen, weil ich muss meine Kamera aufladen, weil ich mit Tamino nachher ein Video drehe, worauf ich sehr viel Bock habe. Und deswegen lädt meine Kamera gerade auf. Ich bin jetzt zu Hause, ich habe gerade Nudeln gegessen. Ich musste erstmal klarkommen. Ich habe es auch schon auf Insta erzählt. Ja, ich wurde rausgezogen und ich gebe euch einfach nur jetzt Tipp mit, fahrt nicht so schnell. Und wenn ihr schnell fahrt, achtet auf die Autos. Weil ich sag euch ehrlich, die Polizei war in einem ganz normalen BMW. Und die kam mir schon sass vor, aber eher in dem Sinne, dass ich dachte, boah, die wollen vorbei, ich muss die vorbeilassen, das sind irgendwelche Typen. Und ich habe nicht gesehen, dass die Uniform anhatten. Ich hätte es mir denken können, weil die sind nur mir hinterher und vor mir, die waren auch so schnell. Und dann bin ich noch nach ganz rechts gefahren, weil ich war so das bisschen sass. Und dann sind die genau hinter mich gefahren auf der rechten Spur und haben dann mich überholt und sind neben mir gefahren. Ich habe die extra nicht angeguckt, ich wollte es nicht sehen. Und ich drehe mich so nach rechts, ich drehe mich so nach links. Und hält dieses Zeichen hoch mit so Polizei. Und dann sind die vor mich gefahren und dann Polizei, bitte folgen. Und ich war nur so, wow, da startet das Wochenende richtig gut. Ich war zu schnell, ich habe zu wenig Abstand gehalten und die Bußgelder dafür sind sehr gestiegen. Passt auf, Leute, Fahrverbot, it is. Bußgeld, it is. Und ich habe mich sehr abgefuckt, ich habe auch direkt geheult. Das hat man, glaube ich, noch ein bisschen gesehen. Ich habe jetzt schnell geduscht. Hanna ist wieder zu spät. Wir müssen nämlich einen Tisch für sie abholen. Ich habe gesagt, ich helfe ihr, weil ihr Bruder hat ihr abgesagt. Und eigentlich bin ich ja mit Tamino verabredet, aber ich hole den jetzt einmal ein bisschen später. Und ich wollte jetzt eigentlich noch Haare föhnen, aber die sind 10 Minuten da, wobei ich kann jetzt auch Haare föhnen. Das ist auf jeden Fall das Ding. Ich habe mich sehr darüber aufgeregt, weil es einfach so was richtig Unnötiges ist. Und ich wollte mir noch was zu essen aus der Stadt mitnehmen. Hätte ich das einfach mal gemacht, dann hätten die mich nicht bekommen. Dann hätte ich einfach nach Hause fahren können. Aber gut, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Aufregen bringt nichts. Was jetzt auch mega gut war, mein warmes Wasser hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich 2 Minuten warm geduscht und dann den Rest kalt. Das hat mich gerade auch noch die letzten Nerven gekostet. Der Tag kann nur besser werden, Leute. Der Tag kann nur besser werden. Hauptsache ich sage nur, oh, das Wochenende wird richtig cool. Ja, es hat richtig gut gestartet. Ich will aber keine Bad Vibes spreaden. It's just reality, was soll ich machen? Ich wollte eigentlich noch die Wohnung ein bisschen aufräumen, bevor Tamino kommt, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich bin, also gerade sind die Nerven wirklich ein bisschen, die liegen gerade blank. Aber was richtig süß ist und auch war, Hanna hat mir direkt, ich habe direkt Hanna angerufen und sie war so, oh mein Gott. Und dann meinte sie, sie fährt mich dann überall hin und meine Eltern haben auch gesagt. Und mein Papa ist wirklich nicht jemand, der ist dann so auch an so. Und er war auch so, komm, die Mama und ich fahren nicht dann den Monat lang, wenn ich einen Monat Fahrverbot bekomme. Das ist so unnötig. Das war so unnötig. Und ich dachte noch so, okay, das Essen, was ich mir holen wollte, da hatte der Laden noch nicht offen. Dann war ich so, okay, am Ende, ich denke mir immer, es hat auch so einen bestimmten Begriff, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ich denke mir immer, wenn ich irgendwas verpasse oder irgendwas sich verzögert, dann bin ich immer so, okay, vielleicht it's working in my favor. Vielleicht wäre irgendwas passiert oder so. Hätte ich mir einfach mal was anderes zu essen geholt, dann wäre ich nicht diese Straße lang gefahren. Dann hätten die mich nicht rausgezogen, dann wären die gar nicht mehr da gewesen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich föhne mir jetzt schnell die Haare. Und ich meine, Hanna hat mir gerade geschrieben, ich meine, die ist jetzt schon da gleich. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Ja, okay. Leute, Lukas hier. Tamino, sag hallo. Woohoo. So, Taste Test. Hanna hat sich einfach Grenadine gegönnt. Vor allem diese exotischste Mischung. Ich mache mir dabei Locken. Cheesecake-Geschmack. Hanna macht Taste-Test. Das riecht aber sehr gut, oder? Mhm. Das riecht voll nach Fruchtzwerg. Das, ja. Warte.
Der schmeckt aber geil. Ja? Mhm. Also es schmeckt halt so extrem süß. Das ist auch sehr voll. Das hat mich komplett... Nee, ist nicht meins. Null. Willst du auch probieren? Ja. Aber es ist halt super süß. Ey, das schmeckt wie irgendwas, was ich früher mal... Ich finde, es schmeckt auch wie von McFlurry oder so. Nee. Oh, hast du irgendwas... So, irgendwas, was man mal riecht, hatte. Jetzt. Es riecht wie... Es schmeckt wie irgendwas, was man so... Wie so ein Lutscher. Ich wollte gerade sagen, so Kratzeiswasser, aber das nee, ist... Nee, 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 so schmeckt es auch nicht. Ich finde, es schmeckt, wenn dann eher cremig. Ja, es schmeckt wie diese Bonbons, die so gezwungen sind. Ja, ja, oh stimmt, mein Gott, stimmt. Weißt du, diese Erdbeer, ja, Erdbeer. So Werther, mhm. Werthers Original, ja, nur mit Erdbeer, ja, so schmeckt das. Ja, das schmeckt halt schon creamy. Lecker. Mir ist nicht eingefallen, aber ja, diese Bonbons. So, ja. Ich habe gerade Nala hochgebracht. Wir gehen jetzt nämlich zu so einem Event. Es ist jetzt 19 Uhr. Und Hanna holt mich unten ab mit Tamino. Ach, die sind schon da, die Mäuse. Supi! Ich möchte jetzt so strullern. Ich aber auch. Oh, guck mal am Wasser. Anne sagt, meine Wimpern geht ab. Das ist eine große Lüge, weil die sind noch dran. Leute, wir sind in the car. What's poppin'? Woo, wir haben jetzt wie viel Uhr? 10:30 erst. Ja. Also das Event ist over. Ich weiß gar nicht, was ich reinschneiden kann, weil YouTube ist ja mit Musik immer ein bisschen, ne, picky. Aber es war eine 5 von 10. Ja. Also waren schon mal, in Frankfurt ist es super oft und es war jedes Mal geiler als heute. Ja, gell? Grundsätzlich mag ich schon so Musik, aber irgendwie heute, ich hab's nicht gefühlt. Ich hab's auch nicht so gefühlt. Die Leute waren eigentlich cool, ja, die da waren. Die so. Location war cool. Ja. Aber. Wir waren trotzdem coole Menschen dort. Also wir waren ja mit Tamino, ja, und seinen Freunden. Und jetzt geht's erstmal ins Fooden. Die kommen mit der Bahn nach, weil es passt ja nicht jeder ins Auto. Und dann geht's ein bisschen feiern. Afterparty. Afterparty. Darauf habe ich mich auch, to be honest, ein bisschen mehr gefreut. Echt, ich war echt kurz davor zu sagen, ich komme nicht mit. Heute, als ich zu dir gefahren bin, dachte ich schon so, oh, ich habe keinen Bock. Das ist ja jetzt heute so echt so, irgendwie, ich hatte irgendwie keine Lust. Aber jetzt, wo ich hier bin, ich dachte nämlich auch, ich sag's besser nicht, weil es wird sich bestimmt noch ändern, meine Mut. Ich will irgendwas Leckeres essen und Mahlzeit hat anscheinend noch offen. Ich wusste das gar nicht. Ja, dann müssen wir jetzt mal hin. Ja, ich glaube am Wochenende halt. Ich ruf mal Tamino an. Ach so, mein Handy filmt ja gerade. Also, wir gucken. Das ist so weird mit dem Licht hier. Ja, das ist halt dieses hier Parkhaus ist auch zum ersten Mal komplett voll. So krass. Fünfter Stock sind wir einfach. Es gibt, da, hier ist nicht mal eine Lampe, ob es noch voll ist oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, das war aber unten stand frei. Und dann war ich so gut. Weil sonst kannst du auch gar nicht reinfahren, wenn es voll ist. Ich hatte das schon mal. Ach so, stimmt. Ja, da war ich mit dir. Warst du mit mir? Ja, ich war mit dir. Weil da kannst du halt nicht rein. So. Finde ich aber gut. Ey, war das nicht, dass du auf mich gewartet hast? Nee, ich war mit dir. Das war auch einmal, da war ich irgendwie allein. Und ich habe mich voll gekleckert, Leute, mit Pommessoße. Willst du ein bisschen Wasser versuchen? Nö, egal. Okay. Es kommt eh in die Wäsche. Also was geben wir? Ich gebe eine 5 von 10. Ja, ich auch. Leider. Nicht so eine gute Bilanz, aber trotzdem, Samstagabend. Ey, das macht so einen Unterschied, der Lockenstab. Guck, überleg dir mal, die sind jetzt auch schon ein bisschen raus, aber überleg dir mal, wie die bei mir sonst raus sind. Ich sagte, der ist gut. Ich hol mir noch einen. Der ist von Foxy Bay. Ich hol mir den von GHD. Ja, der ist bestimmt auch sehr gut. Leute, we got some salad. Got some healthy, eat happy, abgelaufen oder so. Keine Ahnung. Hose ist offen. Ich habe mich eingekleckert mit Pommes-Soße. Meine Schuhe muss ich unbedingt mal sauber. Meine Schuhe. Oh mein Gott, wie sieht das hier aus? Oh mein Gott, die müssen sauber gemacht werden. Egal. Leute. Schaut euch mal das Chaos an. Es ist Sonntag und es ist der nächste Tag und ich bin platt. Also ich habe gestern, so gut es geht, versucht mitzufilmen und ich habe auch schon angefangen, dieses Video zu schneiden. Das Problem ist, dass auf YouTube man einfach nichts filmen kann oder reinschneiden kann, wo die originale Musik ist. Deswegen kann ich euch diese ganzen lustigen Szenen von gestern nicht einblenden, weil man den Ton nicht hören darf. Deswegen hoffe ich, dass ich es irgendwie noch geschafft habe, euch so eine Impression von dem Abend gestern zu geben. Aber es war super lustig. Und es hat sau viel Spaß gemacht, auch wenn wir relativ früh zu Hause waren. Also Hannah und ich. Weil es hat uns einfach nicht mehr gefallen. Weil der Club
wir wollten nicht so lange warten, bis der sich füllt. Und wir hatten irgendwie, wir waren müde, ich wollte zu Nala. Und deswegen war ich schon um 1 zu Hause und ich bereue es auch gerade nicht, weil mir geht's gut. Ich bin nicht zu müde, ich habe zwar lange geschlafen und wurde dann einfach random von Windgeräuschen geweckt. Aber heute ist ein sehr entspannter Sonntag. Und ich wollte eine Story erzählen, was mir gestern eingefallen ist. Also es ist jetzt eigentlich ein sehr ernstes Thema. Aber ich finde es sau krass, weil wir haben da gestern auch noch drüber gesprochen. Wir waren die ganze Zeit so richtig in der Mut für Witze machen und wir haben uns halt unten Essen geholt in der Maizeil. Und jeder, der aus Frankfurt kommt, weiß, genau vor der Maizeil ist halt immer so, da ist sehr viel los. Vor allem am Wochenende, da sind sehr viele junge Leute, da ist sehr viel, da geht immer sehr viel ab und wir haben uns da hingesetzt, damit wir einfach schnell unsere Snacks essen können, bevor wir in den Club gehen. Und ich habe mir Nudelsalat geholt. Ich hatte so Cravings da drauf, weil wir haben, ich weiß nicht, ich habe am Mittag Nudeln gegessen und dann habe ich mir bei dem Event noch so eine Pommes geholt, aber das war sau wenig. Und dann hatte ich halt noch so voll viel Hunger. Und dann waren alle so, lass noch was zu essen holen. Und dann habe ich halt Nudelsalat geholt. Und da waren 2 Stück. Und ich wollte halt die letzten, also da gab es nicht mehr viel, weil es war halt auch sau spät. Und dann gab es noch 2 Stück, die sehr lecker aussahen. Und das waren die einzigen, die Veggie waren. Und dann habe ich die mitgenommen, haben wir uns rausgesetzt und habe ich angefangen, die zu essen. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie sah das aus, als wäre da doch Fleisch drin. Und da habe ich gesagt, Leute, ist da Fleisch drin? Und dann hat Hannah so gelesen, an so, da steht ganz groß Nudel, also Thunfisch-Nudelsalat. Und ich war so, oh mein Gott. Ich mag Thunfisch nicht so gerne, zumindest kalt nicht. Und ich war so, ich will den nicht essen, aber ich werde den auf jeden Fall nicht wegwerfen, weil der war frisch. Ich habe nur einmal mit der Gabel, also ich habe wirklich nur eine Gabel genommen. Und ich war so, ist es respektlos, jetzt jemanden draußen zu fragen, der aussieht, als könnte er oder als würde er den essen wollen, zu fragen, ob er diesen Nudelsalat haben will. Und es ist einfach ein Fakt, dass in Frankfurt gerade auf der Zeil viele Obdachlose sind und die sich bestimmt auch mal über sowas freuen würden. Aber ich war jetzt so, der ist schon offen und das ist irgendwie so, irgendwie fühle ich mich blöd dabei, jemanden zu fragen. Und dann haben wir aber so überlegt, ob wir den einfach stehen lassen. Aber dann dachten wir am Ende, ist es jemand, aber vorher hat jemand irgendwas reingetan oder es wird irgendwie rumgeworfen. Oder wir wollten den auch nicht wegwerfen, weil er war komplett frisch und er war an sich auch lecker. Aber ich mochte keinen Thunfisch und kein anderer von denen, mit denen ich war, wollte auch, also hatte Lust darauf oder mochte Thunfisch. Und dann saß da eine Frau, die hat sich nämlich gerade Brötchen geschmiert. Und dann war ich so, okay, vielleicht ist es ein Zeichen, die einfach mal zu fragen, wenn die gerade sowieso sich was zu essen macht, ob sie damit ein Problem hätte oder ob sie den haben will. Man kann es ja probieren, bevor man ihn dann wegwirft. Und dann bin ich zu der Frau hingegangen und ich habe auch gesagt, hi, das soll nicht respektlos oder komisch rüberkommen. Ich habe mir den gerade gekauft und ich habe nicht gesehen, dass da Thunfisch drin ist. Und ich habe nur einmal mit der Gabel ich war nur einmal mit der Gabel drin. Das heißt, da war auch nicht mal Speichel von mir dran. Ich habe da auch eine frische Gabel dazugelegt, weil ich hatte ja 2 Gabeln von 2 Salaten. Und habe gesagt, ich biete ihnen das an, bevor ich ihn wegwerfe, falls sie den haben wollen. Wie gesagt, das mit Thunfisch. Der Rest steht drauf. Ich esse einfach keinen Thunfisch, deswegen wollte ich ihnen den anbieten. Ansonsten tue ich den weg oder frage jemand anderen. Und sie war so, ja, ist das wirklich okay? Und ich war so, ja, alles gut, nehmen Sie den, guten Appetit. Dann hat sie den genommen, dann bin ich wieder zurückgelaufen und bin zu den anderen. Und dann hat sie so gerufen, ich war schon relativ weit entfernt, dann hat sie so geschrien, hey. Und ich habe mich so umgedreht und ich dachte, vielleicht will sie ihn doch nicht haben, dann nehme ich ihn wieder mit. Und dann hat sie gesagt, willst du dafür mein Brötchen haben? Und ich so, nein, wie lieb, danke schön, oh mein Gott, nee, danke, essen Sie ruhig. Ich habe gar keinen Hunger mehr, ich habe noch einen anderen Salat. Und dann bin ich zurück zu Hannah Tamino und so gelaufen. Und die haben das so ein bisschen mitbekommen, weil sie relativ laut geschrien hat und mich gerufen hat. Und wir waren alle so, wir waren die ganze Zeit so richtig in dieser Mut von, wir haben so gelacht und so Witze gemacht und sowas. Und dann waren wir auf einmal alle so richtig ernst und ich war so, wie, Hannah hat auch gesagt, wie selbstlos sind manche Menschen und vor allem Menschen, die so wenig haben, dass sie ihr Brötchen, das Einzige, was sie da zu essen hat, ich war ja bei ihr und ich habe gesehen, was sie hatte und was sie nicht hatte und ich biete ihr diesen Nudelsalat an und der war nicht mal richtig groß, es war nicht so diese fetten, so wie diese Salate, die man sich so bei Rewe oder so kaufen kann. Und weil ich ihr das gegeben habe und ich habe ihr auch noch gesagt, ich habe selbst noch was zu essen, hat sie mich trotzdem gerufen, um mir noch was abzugeben, weil ich ihr was gegeben habe. Und es hat mich so auf den Boden zurückgeholt irgendwie und wir alle waren so, das ist so süß. Und ich war wirklich so dieses, wie krass selbstlos ist diese Person oder sind manche Menschen. Und sie hat dann nur ihr Brötchen gehabt, ein Brötchen mit irgendwas, was sie draufgeschmiert hat, ich habe es nicht gesehen. Und hat mir das noch angeboten, weil ich ihr den Nudelsalat gegeben habe. Und ich war so, das ist so krass. Davon sollten wir uns alle mehr eine Scheibe abschneiden, weil ich war wirklich so einfach nochmal random an einem Samstagabend in Frankfurt Innenstadt eine Lesson gelernt, wie toll manche Menschen sind und was sie so für Werte haben, ohne dass sie reich sind oder viele Sachen haben und trotzdem teilen und abgeben können. Und das ist so krass und das hat mich voll fasziniert und es bleibt mir jetzt auch im Kopf und deswegen wollte ich es euch erzählen. Weil ich das so schön fand und ich auch am Anfang einfach Angst hatte, ihr den anzubieten, weil ich weiß nicht, warum ich es respektlos finde. Aber ich fand es irgendwie so, ich fände es zwar auch nicht respektlos, wenn mich jemand fragen würde, willst du noch meinen, ich habe gerade einen Burger geholt und ich darf eigentlich kein Fleisch und esse nicht Veggie oder so. Ich fände es auch nicht respektlos, aber irgendwie kam ich mir blöd vor, sie da so zu fragen und dann habe ich gemerkt, dass sie sich anscheinend so gefreut hat und dass, ja,
dass es nicht schlimm war, dass ich es gemacht habe. Also falls ihr Menschen was abgeben könnt, macht das. Und auch wenn ihr vielleicht am Anfang denkt, vielleicht wollen die das nicht oder keine Ahnung, immer respektvoll fragen und die meisten nehmen das dankend an und man bekommt vielleicht sogar noch was zurück. Keine Ahnung, das hat mich voll berührt. Ja, so viel dazu. Und ich werde nachher auf jeden Fall noch zu meinen Eltern fahren. Das ist ja mein Sonntagsritual und ich werde jetzt erstmal den Vlog zu Ende schneiden und dann mache ich mich mal ein bisschen fresh, gehe duschen. Ich war aber gestern Nacht noch duschen. Ich könnte mich nie nach so einem Abend ungeduscht ins Bett legen. Höchstens, wenn man richtig so... Man kann nicht mehr, aber so weit war es gestern gar nicht. Deswegen war ich noch duschen. Und dann werde ich mal ein bisschen hier aufräumen, weil hier steht noch alles rum. Das Video mit Tamino kommt übrigens die Woche online. Und ja, das war das Wochenende. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich hätte so gerne so viel mehr reingeschnitten, aber wie gesagt, mit der Musik. Und YouTube ist immer so ein kleiner Struggle, aber wenn ich so Musik unterlege, dann ist es auch nur halb so witzig, weil man ja auch in den Videos was sagt oder so. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.